Wir haben noch Pause, einige Minuten. Ich wollte nur darauf hinweisen, ich bin wieder da. Und für diejenigen, die den Generator bei sich zu laufen bringen möchten, tatsächlich der Link, den, wer war das, Michael geteilt hat, der hat ihn entdeckt auf GitHub, 6 Tage alt. Man kann das Problem lösen, indem man eine Nuget Package Source hinzufügt. Aus irgendeinem Grund auf dem Rechner, auf dem ich hauptsächlich entwickle, ist die nicht drinnen. Trotzdem geht's. Keine Ahnung warum, egal. Auf dem nackten Rechner, den ich erst gestern aufgesetzt habe, habe ich genau diese Package Source hier einfach hinzugefügt, einfach mit Plus eine Package Source hinzufügen, das reinkopieren und habe das Ganze dann kompiliert und siehe da, es hat tadellos funktioniert. Also wer mit dem Code aus dem Clip nicht leben will, der kann einfach das hier eintragen und zumindest bei mir hat es geholfen. Und wenn ihr noch Fragen habt, bevor wir starten, dann bitte nicht zögern, mich entweder anchatten oder ansprechen und dann können wir das diskutieren. Ansonsten starten wir wieder so 15:30 herum. Herzlich willkommen zurück, vierter Teil schon des Buster Workshops, C-Sharp Workshop, und wir haben schon eine ganze Menge geschafft. Source Code Generatoren haben wir bezwungen nach ein paar Nuget-Problemen in der Preview. Alles läuft soweit recht gut, und bevor wir starten, wie bei jedem Folgeblock die Frage, gibt es offene Fragen? Gibt es Dinge, die ich schlecht erklärt habe? Lose Enden, die wir noch einsammeln müssen? Dinge, die ihr nicht in Bezug zu eurer täglichen Arbeit bringen könnt? Oder einfach irgendwelche Dinge, die euch in der Pause durch den Kopf gegangen sind? Das können technische Dinge sein, das können aber auch architekturelle Dinge sein. Ich probiere noch mal ein wenig eine Diskussion zustande zu bringen oder anzuregen, indem ich die Frage etwas anders stelle. Ich habe schon gelernt bei diesen Webkonferenzen, dass die Frage, gibt es Fragen, meistens zu Schweigen führt. Gibt es bisher Dinge, und ihr könnt gerne im Chatfenster antworten, die euch überrascht haben? Überrascht im positiven Sinn? Wow, wusste gar nicht, dass das geht oder so praktisch ist oder so gut jetzt neu dazugekommen ist. Oder auch überrascht im negativen Sinn. Oh, da hätte ich mir aber mehr erwartet. Wirklich? Diese Einschränkung existiert? Gibt es hier Dinge? Lasst mich an euren Gedanken teilhaben. Vielleicht kommen wir so zu interessanten Fragestellungen oder Hinweisen, die ich bis jetzt noch vergessen habe zu geben. Überraschungen. Viele Kleinigkeiten. Okay, Kleinigkeiten ist auch nichts Schlechtes. Ich bin bei dir. Der neue JSON-Converter würde dich interessieren. Ha, Thomas, da muss ich dich leider enttäuschen. Der neue JSON-Converter, den habe ich heute nicht im C-Sharp-Programm drinnen. Aber bitte schau in meinen YouTube-Channel. In der letzten oder vorletzten Buster, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich beim C-Sharp-Workshop viel über Spans und Memory of T und so weiter gesprochen, und dort bin ich unter anderem auch auf das neue JSON, System Text JSON, eingegangen. Da würde ich dir empfehlen, dort mal reinzuschauen. Ansonsten system.text.json, ich schreibe das hier kurz mal rein, kommt auch zumindest teilweise aus der Feder von, oder ist beeinflusst von James Newton King, also früher Newtons of JSON, und dementsprechend top dokumentiert, super erklärt. Wenn du das als Startpunkt für deine Google-Recherche nimmst, dann wird dir sicherlich geholfen, mit Sicherheit. Als Einsteiger bist du von den Möglichkeiten zur automatisierten Code-Generierung überrascht. Jawohl, das ist für viele eine Überraschung, weil es brandneu ist und wirklich gut funktioniert. Ja, definitiv. Definitiv. Wie ist das mit den Source-Code-Generatoren, wenn man solution-übergreifend arbeiten will? Dann schreibt man Analyzer und verpackt diese Analyzer in Nuget-Pakete, und diese Nuget-Pakete kannst du dann genauso referenzieren. Das wird es wahrscheinlich, darauf wird es im Endeffekt wieder hinauslaufen, wenn du diese Generatoren haben willst, dass du dann die Generatoren in ein NuGet-Paket verpackst und in all den Solutions, wo du die Code-Generatoren einsetzen willst, dort packst du sie dann entsprechend rein. Habe ich die Frage richtig verstanden, Yannick, oder war deine Frage anders gemeint? Ah, okay, vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden. Du hast
nicht nur mehrere Projekte mit Plugins, sondern du hast mehrere getrennte Solutions und möchtest quasi jetzt Code generieren, der in mehrere Solutions reinschaut. Habe ich das richtig verstanden? Quasi ja. Tut mir leid, darauf habe ich jetzt keine gute Antwort. Der C-Sharp Code Generator geht davon aus, dass der Code Generator im Rahmen eines Bildprojekts läuft. Und dieser eine Bildprozess, der bezieht sich natürlich auf ein bestimmtes Projekt. Das ist der Sweet Spot, um den es hier geht. Es geht weniger darum, dass du Code generierst, indem du irgendwie einen Verzeichnisbaum harvestest und hier verschiedene Solution findest und Dinge zusammenholst. Dafür fürchte ich, musst du rundherum vielleicht noch mehr Infrastruktur schreiben oder auf ganz andere Tools zugreifen. Also ich fürchte, das ist jetzt nicht unbedingt der Sweet Spot der Source-Generierung. Aber gute Frage. Gibt es in .NET 5 Überlegungen, WinForms-Applikationen auch mit dem Generic-Host laufen zu lassen? Ich habe keine Ahnung von WinForms. Meine WinForms-Zeiten sind ewig her, also wirklich ewig. Ich habe keine Ahnung mehr von WinForms. Ich kann die Frage definitiv mit Ja beantworten, wenn die Frage lautet, kann man WPF-Applikationen in Generic-Hosts laufen lassen? Definitiv. Auch das habe ich bei einer der letzten Basten gezeigt, im C-Sharp-Workshop. Ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal habe ich Generic-Hosts dazugenommen. Wir werden auch heute einen kurzen Generic-Host machen und dort habe ich gezeigt, wie man eine WPF-Anwendung in einen Generic-Host packt. WinForms? Ich würde raten, geht genauso, aber wie gesagt, WinForms, gefährliches Halbwissen, habe ich keine wirkliche Ahnung mehr. Also ich warte noch ein paar Minuten, wir schauen uns dann gleich einen Generic Host an, vielleicht kommst du ja dann auf Ideen, wie sich das Ganze gut anfühlen könnte. Okay, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr jetzt mitgemacht habt und dass ihr jetzt hier ein wenig Interaktion zugelassen habt. Gefällt mir gut. Und damit stürzen wir uns auch in die letzte Runde, die letzten eineinhalb Stunden. Wir haben noch viel vor. Wir werden ein wenig mehr Code jetzt rein kopieren, vielleicht sogar ein ganzes Projekt rein kopieren, das ganze UI-Projekt und dann auch viel über Code reden, viel Code analysieren. Aber als erstes starten wir wieder mit einer Neuerung in Sachen C-Sharp 9. Und zwar, die habe ich angewendet bei meinem File Protocol Translator. Reden wir kurz über die Architektur, die hinter diesem Protocol Translator steckt. Wir haben auf der einen Seite in meiner Applikation im Bereich Logic in Modal gewisse Data Transformation Objects auf Logikebene. Die hier, diese Data Transformation Objects, die setzen auf Datentypen wie GUID, iReadOnly Board, Board Content. Also das ist die Schicht, die Logikschicht und deren Sicht auf die verschiedenen Data Transfer Objects. Wenn ich allerdings eine Ebene runtergehe in meine Protokollschicht, dann habe ich hier drinnen meine Messages und hier sehen wir gleich, dass es gewisse Dinge schlicht nicht gibt, die wir in der Logikschicht aber haben wollen. Zum Beispiel hier, es gibt in, ihr seht es hier, in Protobuf keine Repräsentation des Basis-Datentyps GUID. Die empfohlene Variante für eine Globally Unique ID oder Universal Unique Identifier, die hier, ist, dass man das Ganze als String überträgt. Man sollte es eher nicht als Bytes übertragen, denn dann hat man Probleme mit dem Endings und solche Dinge. Mit dem Endians und das wollen wir ja nicht. Strings sind hier deutlich besser zu verwenden. Und ja, irgendwo muss ich meine logische Sicht der Dinge auf die physische Protokollebene runter übersetzen. Und da habe ich jetzt in dem Protocol Translator eine ganze Menge an Hilfsfunktionen geschrieben, wie zum Beispiel Encode GUID, Decode GUID, Encode Board, wo das Byte Array, also um genau zu sein, das Array of Square Content übertragen wird in einen sogenannten Byte String. Das ist das nämlich, was gRPC, also Protobuf von uns will. Und natürlich umgekehrt, ja, wo ich das Ganze umgekehrt darstellen kann. Encode Square Content, ja, da gehe ich dann her und mache ein paar Prüfungen mit Debug Assertions. Alle diese Dinge sind da drinnen. So, und da versteckt sich jetzt drinnen, da habe ich mir gedacht, das ist eine super Gelegenheit, um euch ein neues C-Sharp-Feature zu zeigen. Da versteckt sich drinnen hier dieses neue Feature. Entdeckt es jemand? Das hier.
Ist doch komplett eigenartig, oder? Was? Was ist das hier? New, Klammer auf, Klammer zu. Es ist bitte kein anonymer Typ. Das ist komplett statisch typisiert. Aber was wir hier drinnen sehen, sind die sogenannten Target Type News. Und da sehen wir die praktische Anwendung von etwas, was sich in Hello World wie folgt liest. Ich gehe dazu hier nochmal in meine kleine Präsentation. Und da habe ich euch hier diese Target Typed News vorgesehen. Also das brauchen wir bei euch nicht wiederholen. Das habe ich nur drinnen für Classes, die weniger mit .NET vertraut sind. So, hier sehen wir es. Ich zoome ein wenig rein. Das hier sind die neuen Möglichkeiten. Ich kann den Datentyp auf der linken Seite fixieren und muss ihn auf der rechten Seite nicht nochmal hinschreiben. Wow, das ist das umgekehrte var, sage ich immer dazu. Normal nehmen wir links ein var und rechts ein new von dem Typ. Jetzt können wir das Ganze umdrehen. Links den Typen und rechts können wir uns den Typen sparen. Ja? Wenn man eine Type-Conversion hinzugibt, ja gut, dann kann man sich das Ding auch sparen. Ja? Auch mit Tupel funktioniert das wunderbar. Das geht aber nicht nur mit Basisdatentypen, sondern das funktioniert selbstverständlich auch mit Klassen. Seht ihr hier auf der linken Seite meine Klasse C und auf der rechten Seite das New ohne Datentyp. Ich glaube, den Rest brauche ich jetzt gar nicht so detailliert durchgehen, denn ich denke, das wird genauso funktionieren. Es funktioniert sogar mit Konstruktorparametern. Achtet auf den hier und auf den da oben. Seht ihr das? Im Wesentlichen wird C# einfach sehr schlau, indem er den Typ von der linken Seite auf die rechte Seite in den New-Operator mit reinzieht. Wenn man dieses neue Feature so präsentiert, dann passiert ein von zwei Dingen. Erstens, die erste Variante ist die, dass zu streiten begonnen wird, ob das ein gutes Feature ist oder ob das ein schlechtes Feature ist, weil man sollte eigentlich den Typ zweimal hinschreiben oder var ist viel besser und diese Diskussion hören wir gleich wieder auf. Ja? Die wollen wir gar nicht führen. Das hängt davon ab, von Fall zu Fall ist das eine besser oder das andere besser. Ja? Das zweite, was möglicherweise passiert ist, dass man sagt, na okay, das ist so uninteressant, ja, macht doch eigentlich keinen Unterschied. Aber wartet mal. Deshalb machen wir ja ein größeres Beispiel. Das Zeug wird viel interessanter, wenn wir über Collections reden oder wenn wir über verschachtelte Datentypen reden. Schaut mal hier. Hier habe ich auf der linken Seite stehen List of Person und auf der rechten Seite muss ich nicht nochmal List of Person schreiben. Aber zusätzlich muss ich auch bei der Initialisierung der einzelnen Array-Objekte nicht mehr Person hinschreiben, weil er das aus der linken Seite schon erkennt. Und da habe ich jetzt tatsächlich einen echten Benefit. Ja? Er geht sogar so weit, und das seht ihr hier an diesem Beispiel, dass er in in Arrays, wo ich keinen Typ für das Array angegeben habe, den Typ vom ersten nimmt und bei allen weiteren bereits automatisch herausfinden kann. Das heißt, dieses C geht hier rüber und die Tatsache, dass wir hier ein C drinnen haben, typisiert dann unser Array und es handelt sich um ein C-Array an dieser Stelle. Gleiches mit Person da unten. Da wird die Geschichte schon interessanter. Und wenn wir noch ein etwas, ja, Generics geht natürlich auch, ist klar. Und wenn wir noch ein etwas größeres Beispiel wählen, dann wird die Sache wirklich spannend. Schaut mal her. Ich habe hier ein paar Klassen erstellt, nämlich Person, Manager, abgeleitet von Person, und Employee, abgeleitet von Person. Und hier auf der rechten Seite seht ihr ein Dictionary of Manager and List of Employee. Und daher weiß er jetzt automatisch, dass dieses Ding da oben, das hier, das Dictionary ist. Er weiß, dass das erste Element hier, das hier, nichts anderes ist als ein Manager. Muss so sein, ja? Denn das ist der Key in unserer Collection. Das da unten, das hier, ist jetzt wieder eine List of Employee. Denn da haben wir das List of Employee. Und da drinnen haben wir jetzt die einzelnen Employees. Genauso, wie wir es haben wollen. Ja? Da sehen wir jetzt tatsächlich, dass diese Target Type News zu signifikant weniger Typinformationen auf der rechten Seite führen. Und ich kann bei Refactorings zum Beispiel nur an dieser Stelle den Typ ändern oder nur an dieser Stelle den Typ ändern und der ganze Inhalt da unten bleibt gleich, weil C# diese Sachen automatisch erkennt. Genau dieses Feature habe ich jetzt hier zum Beispiel angewandt. Wenn wir schauen, dieses Encode Shot Request,
das soll aus einem logischen Shot-Request einen Shot-Request bauen, der encodiert ist für die Übertragung in gRPC. Jetzt generiert der C-Sharp-Compiler von Protofiles folgenden Code. Für unseren Game-Request, der ein One-Off drinnen ist, das heißt, wo wir verschiedene Message-Typen wegschicken können, generiert er eine Klasse namens GameRequest und dort ist ein Property drinnen für jeden Typ. Und ich kann dann den gewählten Typ dadurch fixieren, indem ich auf das entsprechende Property schreibe. Und jetzt schaut euch mal diesen Code an. Hier wird kein Typ angegeben. Warum? Weil der Typ vom C-Sharp-Compiler automatisch aus dem Rückgabetyp ermittelt werden kann. Anschließend lege ich fest, dass wir einen Shot-Request senden wollen, indem ich auf das Shot-Request-Property zugreife. Ich muss aber hier nicht nochmal Shot-Request hinschreiben, weil das ergibt sich wiederum aus dem Typ dieses Properties. Der Typ ist nämlich gleichlautend wie der Name des Properties. Der heißt auch Shot-Request. Also er erstellt mir automatisch ein Objekt vom richtigen Typ. Und das ist wirklich eine praktische Sache. Das braucht man gerade bei solchen verschachtelten Datentypen und in gRPC ist das extrem typisch, dass wir hier verschiedene solche One-Off-Messages haben und da drinnen gibt es Messages und wieder Messages und wieder Messages und die möchten wir in einer hübschen Zeile gleich mit den Expression-Bodied Members initialisieren. Mega praktisch. Und spätestens jetzt kann es immer noch sein, dass ihr sagt, nein, das gefällt mir nicht, ich möchte den Typ hinschreiben, okay, aber zumindest glaube ich, kann jetzt niemand mehr sagen, dass das ein unbrauchbares Feature ist. Ganz im Gegenteil, es ist ein sehr brauchbares Feature, das es spart und gerade wenn die Visual Studio IntelliSense Funktionalität noch etwas stärker in diese Richtung eingeht, kann ich mir vorstellen, dass man hier auch zum Tippen sehr produktiv und schnell wird. Momentan gebe ich zu, wenn man solche Strukturen aufbaut, wenn ihr dann vielleicht noch mittendrin ein paar Records drinnen habt, also wenn man Target Type New in Verbindung mit Records verwenden will, dann flippt IntelliSense komplett aus. Ja, da geht gar nichts mehr. Ihr bekommt die falschen Typen vorgeschlagen, da ist alles irgendwie im Argen. Erst wenn ihr fertig seid und das schlussendlich dieses Semikolon hinten dran gefügt habt, dann ist wieder alles gut und dann kennt er sich wieder aus und dann verschwinden die ganzen Red und Green Squigglies wieder. Ja, dazwischen sind wir in einer Preview-Version und da haben wir natürlich noch alle Geduld. Umgekehrt nutze ich die Target Type News in Verbindung mit Records recht gerne. Das hier ist nämlich jetzt das Decode, nicht das Encode von Logik auf Protokollebene, sondern jetzt gehen wir von Protokollebene auf Logikebene. Das heißt, wir müssen den UUID-String in eine GUID umwandeln und wir müssen das Board entsprechend Request Board, das ist falsch rum. Nein, ist schon richtig. Sorry, ich habe die Methode, glaube ich, hier falsch benannt. Lasst mich kurz nachsehen. Habe ich hier einen Fehler gemacht? Byte String Read Only Board. Ja, es tut mir sehr leid. Diese Methode habe ich falsch benannt. Fehler. Werde ich selbstverständlich korrigieren und in GitHub neu. Ändert diesen Code bei euch nicht. Das ist sicherlich okay, ja? So, jetzt schauen wir uns das kurz an. Von Protokollebene auf Logikebene. Dieser Shot-Request ist, wenn ihr euch noch richtig erinnert, ein Record. Und durch den Record bekomme ich eine Klasse mit Konstruktorparameter. Und hier kann ich jetzt über diese Target-Type-News den Typ hier weglassen. So, ob es euch gefällt oder nicht, es tut euch nicht weh, wenn ihr hier hinschreibt, Logic.Shot-Request ist genauso okay. Aber ihr müsst nicht mehr. Das ist der Punkt. Ja? So, und jetzt schätze ich, dass eine heiße Diskussion auf mich einbricht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich schaue mal hier rüber. Hat das jemand fremd? Wahnsinnig schwer, da wieder durchzusteigen. Ich bin nicht ganz so sicher. Stefan, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Auf der einen Seite gebe ich dir recht. Ja? Schreib es lieber doppelt hin, dann ist es leichter zu lesen. Aber ganz ehrlich, ich habe schon Code gesehen, wo so Dinge wie eben
Dictionary of Generic Type and List of irgendein Generic Type und das steht dann so ein Datentyp auf der linken Seite vor der Variable und dann steht rechts ist gleich new und dann steht dasselbe Datentyp noch einmal dort, weil wir müssen es ja zweimal schreiben, das ist ja die Regel und das macht einfach in so einem Fall keinen Sinn. Und dann gibt es wieder andere Fälle, wo ich als Autor des Codes mir denke, wow, wenn ich hier den Typ jetzt nicht hinschreibe, ist es nicht klar, was da wirklich zurückkommt. Und genau darum geht's. Das möchte ich euch mitgeben. Ob ihr diese Features nutzt, die ihr hier seht oder nicht, sollte primär davon beeinflusst werden, ob ihr abschätzt, dass ein späterer Leser, eine Leserin des Codes, den Code mit oder ohne Typ besser lesen kann. Manchmal ist es gut, kurz und prägnant zu sein. Ihr drückt damit implizit aus, lieber Leser, es spielt hier keine große Rolle, welcher Typ drinnen steht. So wie bei var auch. Lieber Leser des Codes, es spielt keine große Rolle, was das für ein Datentyp ist. Er steht eh auf der rechten Seite oder macht dir keine Gedanken, es ergibt sich aus dem Kontext. Wenn ich aber Zweifel daran habe, dann solltet ihr den Text hinschreiben. Ja. Macht die wichtigen Infos besser fassbar. Ja, genau, Michael, das war ungefähr das, was ich gemeint habe. Du hast es sehr prägnant, passend zu dem Feature hier, auf den Punkt gebracht. Ja, vor lauter Typinformationen sieht man manchmal die eigentliche Aussage des Codes nicht mehr. Okay, aber an dieser Stelle Tooltips und GoToReference, ja, außer du verwendest Notepad zum Programmieren, dann hast du keine Tooltips. Macht natürlich niemand, ist klar. Aber ja, ich sehe schon, ihr habt das Prinzip verstanden und ihr habt jetzt die schwierige Entscheidung selbst zu entscheiden, ob ihr das Ganze machen wollt oder nicht. Aber ich denke, ich hoffe zumindest, dass dieses Beispiel mit dem Protocol Translator euch hier zeigt, wie und wo das in der Praxis durchaus seinen Platz hat. Es ist nicht mein Lieblingsfeature vom neuen C-Sharp 9. Es ist kein Feature, das revolutionäre Änderungen ermöglicht, aber es ist kein schlechtes Feature. Es ist allemal recht brauchbar. Okay? Target typed new. Schauen wir mal, ob ich da noch was drinnen habe. Ja, okay, in Enumerator Blocks können wir das ebenfalls verwenden mit dem Yield Return. Aber sonst, da habe ich mir auch noch irgendwas vollkommen Verrücktes ausgedacht. Ah ja, genau. Das ist wirklich, da sieht man, wie schlau C-Sharp ist. Ihr seht hier eine Switch-Expression mit einem Pattern-Magic-Ausdruck, wo auf der rechten Seite ein New ohne Typ drinnen steht. Und er erkennt trotzdem, dass hier auf der linken Seite von der Zuweisung der Switch-Expression der Typ ist. Und daher weiß er, dass an dieser Stelle ein Hero erzeugt werden soll. Also das ist, ob ich das wirklich so schreiben würde, das ist jetzt ein Extremfall, bin ich mir nicht sicher, aber ich denke, es zeigt sehr gut, wie mächtig C-Sharp hier ist und wie gut im semantischen Modell hier die Typerkennung funktioniert, sodass der richtige Typ gewählt wird. Das geht wirklich an sehr vielen Stellen und funktioniert recht gut. Okay. Haken drunter, wenn es keine weiteren Fragen von euch mehr dazu gibt. Gut, sehr gut, ausgezeichnet. So, die restlichen Files, die Battlehost Connection, das Battlehost Service, der Manager Connection, die Manager Service und die schauen wir uns in ein paar Minuten an. Oder lasst mich kurz mal reinschauen, das will ich definitiv später machen. Ja, den Manager-Service, den können wir uns gleich ansehen. Der Manager-Service hängt nämlich auch rein mit gRPC zusammen und das passt eigentlich recht gut, wenn wir zumindest mal einen groben Blick drauf werfen. Wir implementieren in diesem Manager-Service das gRPC-Service. Das heißt, wenn wir hier kurz mal in die Slides zurückgehen, hier herüben, erinnert euch, was wir hatten. Wir hatten ja in unserer Musterarchitektur den Battlehost, der sich an dem Manager anmeldet. Das heißt, der Battlehost ruft mit der gRPC-Connect-Methode den Manager auf, damit anschließend Duplex-Nachrichten ausgetauscht werden können. So, und was wir hier in dieser Klasse machen, ist, wir implementieren
das Service. Und dafür generiert uns jetzt das gRPC-Tooling aus dem Protofile, aus dem da die entsprechende Basisklasse. Das heißt, aus diesem Service Manager wird jetzt eine Basisklasse namens Manager Base. Und von dieser Manager Base müssen wir ableiten und hier drinnen die entsprechende Methode implementieren. Das ist die Methode Connect. Lasst mich hier vielleicht ein paar Zeilenumbrüche machen. Ich werde hier kein gRPC Deep Dive machen. Das heißt, speziell auf den Server Call Kontext werde ich jetzt nicht eingehen. Das ist nur gRPC. Mir geht es vielmehr darum, die Anwendung von neuen, von modernen C-Sharp Sprachmöglichkeiten für die asynchrone Kommunikation über solche Message-Systeme zu diskutieren. Ihr seht hier, wie der gRPC-Code in C-Sharp generiert wird. Dadurch, dass wir in unserem Protofile, das seht ihr hier, einen Stream in die eine Richtung und einen Stream in die andere Richtung haben, dadurch bekommen wir hier zwei Streams als Eingangsparameter. Das eine ist der Stream Writer, mit dem der Manager den Battlehost Game Request schicken kann. Sowas wäre zum Beispiel, hey Battlehost, nimm den Player X und lass ihn auf diesem Board einen Schuss durchführen. Das wäre ein Stream Writer Game Request. Der Stream Reader bekommt jetzt die Player Responses zurück. Das heißt, ich bekomme asynchrone Messages, wo dann drinnen steht, ich schieße im Spiel 4711 auf die Zelle A1. Das wäre so ein Player Response. Und anschließend verwende ich wieder den Game Request und schreibe zurück, okay, der Schuss auf A1 hat ergeben, Treffer. Ja, so ist die Kommunikation. Wir haben hier zwei Streams, über die wir kommunizieren. So, hier haben wir am Beginn ein wenig Prüfung, ob auch tatsächlich ein Battlehost Contact, ob der wirklich da ist. Das ist jetzt, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist klassisches C-Sharp, ganz egal. Hier drinnen, das ist vielleicht ganz interessant, hier nutze ich die iHost Application Lifetime. Die iHost Application Lifetime ist eine Abstraktion, die ASP.NET eingeführt hat. Die seht ihr hier. Das ist die sogenannte Hosting Abstraction. Das heißt nicht unbedingt, dass wir in ASP.NET gehostet sein können. Es kann auch sein, dass wir in einem Generic Host gehostet sind. Aber das Wichtige ist, dass uns dieses Hosting, wir sind ein Service, das in einem .NET Host läuft, das gibt uns eine Abstraktion, die heißt Application Lifetime. Und was wir hier tun können über diese Abstraktion, ist, wir können uns an ein Event registrieren. Die API sieht so aus, man hat hier kein Event genommen, sondern ein Callback, sei es drum. Dann kann ich mich hier registrieren und ich bekomme eine Information, wenn der Host sich beenden möchte. Was könnte der Grund sein, dass sich der Host beendet? Der Benutzer drückt auf Steuerung C. Oder ein anderer Grund, warum der Host beendet werden könnte, ist, wir laufen in einem Docker-Container und jemand hat in der Docker-CLI Docker-Stop ausgeführt und will den Container stoppen. Auch dann bekommen wir eine SIGINT-Nachricht vom Betriebssystem, das heißt, wir bekommen ein Signal, wo drinnen steht, hey, bitte, du sollst dich jetzt runterfahren und der Host, bei ASP.NET ist es ASP.NET, bei Generic Host ist es ein Generic Host, dazu kommen wir dann gleich. Der schickt uns dann die entsprechende Nachricht und wir können eine ganz normale Cancellation Token Source, ich hoffe, damit sind alle halbwegs vertraut, das ist dieses Token- und Task-basierte Zeugs, das es schon seit ewigen Zeiten in C-Sharp gibt. Hier können wir einfach sagen Cancel. Und schaut mal her, dieses Cancel, diese Cancellation Token Source, wird dann an die Verbindung mit dem Battlehost weitergegeben und ich sage dadurch implizit, wenn mein Hostprozess, der Manager, der Hostprozess des Managers, wenn der runtergefahren wird, dann teile ich der Verbindung zum Battlehost mit, bitte beende dich, breche ab, ich will keine weiteren Messages mehr. Für mich ist die Sache zu Ende. Wahrscheinlich bekomme ich eine Operation Cancelled Exception, die in diesem Fall vollkommen in Ordnung ist, die kann ich ignorieren. Und schlussendlich merke ich mir, dass alles disconnected wurde und es ist wieder vorbei. Ja. Das ist hier an dieser Stelle der Connect bzw. der Application
Stopping-Mechanismus. Das Wichtige ist, dass es hier eben eine Abstraktion gibt, die iHost Application Lifetime. Ich habe in meiner in meinem Assembly hier drinnen, wenn wir hier reinschauen, keine Abhängigkeit zu ASP.NET Core, zu ASP.NET, wir sind nicht mehr in Core, keine Abhängigkeit zu ASP.NET, sondern nur zu einer Abstraktion, die es mir ermöglicht, dass ich dieses Service in jeder Form von Host hoste. Gleiches gilt für Logging. So, wie funktioniert jetzt das Abarbeiten von Messages, die unser Battlehost an uns schickt? Ja, und hier sehen wir eine weitere Funktionalität von C#, die zwar nicht C# 9 ist, aber trotzdem ziemlich neu und daher von vielen noch nicht bekannt. Es ist das Await for Each. Await for Each erlaubt mir, dass ich auf der rechten Seite vom For Each Statement eine Methode stehen habe, die ein Task of IEnumerable of irgendetwas zurückgibt. Ein sogenanntes Async Enumerable. Wenn wir hier mal reinschauen, dann werden wir genau das hier sehen. IAsync Enumerable. Ja? Und dieses IAsync Enumerable hat dann einen IAsync Enumerator und dieses IAsync Enumerable hat jetzt genau das, was ich gemeint habe. Es ist ein Task, der im Hintergrund das Verhalten von IEnumerable abbildet, aber eben hinter Tasks versteckt. Es gibt nicht mehr ein MoveNext, sondern ein MoveNext Async, wodurch der entsprechende Enumerator Async Await verwenden kann in der Implementierung der Collection, des Ermittelns des nächsten Elements. Und das ist natürlich super praktisch für message-basierten Austausch. Wir können hier auf den, schauen wir rein, Request Stream zur Erinnerung, das ist unser Stream Reader. Hier bekommen wir von unserem Battle Host Messages geschickt und diesen Stream Reader können wir mit einem Await for Each asynchron abarbeiten. Diese Read All Async Methode wird nicht blockieren, sondern sie gibt den Thread frei, wenn gerade keine Messages vom Battlehost angekommen sind und wenn wieder Messages reinkommen, dann wird sie sauber dort wieder aufnehmen und das Ganze über die Handle-Methode an eine eigene Klasse namens Battlehost Connection weitergeben, mit der wir uns in Kürze beschäftigen werden. Ja? Das interessiert mich jetzt, auch wenn es nicht C# 9 ist. Kurz bitte in das Chatfenster reinschreiben, damit ich weiß, ob ich euch jetzt gelangweilt habe oder nicht. Wer kannte Await for Each noch nicht? Okay, okay, super, super. Ich habe euch offenbar nicht gelangweilt. Jawohl, das freut mich. Das ist wirklich immer dann, wenn ihr etwas asynchron erzeugen wollt, und stellt euch einen Enumerator-Block. Ihr schreibt eine Funktion, die gibt IEnumerable zurück und möchtet dort Yield drinnen verwenden. Und in dieser Funktion drinnen möchtet ihr aber trotzdem Async Await verwenden, weil ihr zum Beispiel auf eine Datenbank zugreift. No way bisher. Also man musste viel komplexeren Code schreiben, nicht mehr. Await for Each, ein Traum. Genauso wollen wir es. Das war wirklich für mich eines der Highlight-Features von C# 8, glaube ich, dass das kommen. Ja, und das wird in gRPC sofort hervorragend eingesetzt für das Streaming. So, genauso läuft das ab. Das heißt, wenn ein Battlehost kommt, dann ruft der Connect auf. Die Nachrichten des Battlehosts werden hier abgearbeitet, bis der Battlehost runtergefahren wird. Dann beendet sich auch diese For-Each-Schleife. Oder wir den Manager runterfahren. Naja, dann haben wir unser Cancellation-Token und dann räumen wir ebenfalls auf. Das ist hier das Manager-Service. Weil es gleich reinpasst, schauen wir uns kurz das Battlehost-Service an. Dieses Battlehost-Service, das ist jetzt zur Erinnerung, ja, immer wieder dieses Bild hernehmen, das ist jetzt diese Richtung. Bisher hatten wir den Aufbau und wir haben uns angesehen, wie dieser Manager hier eingehende Nachrichten verarbeitet. Wir haben aber gesagt, wir haben Duplex Streaming und jetzt wollen wir uns ansehen, wie der Battlehost Nachrichten vom Manager abarbeitet. Und dreimal dürft ihr raten, es sieht ganz genauso aus wie auf der anderen Seite. Ist ja ganz klar, es ist Duplex Streaming. Der eine schickt Messages, der andere schickt Messages. Und dementsprechend können wir auf beiden Seiten Await for Each einsetzen. Nur haben wir an dieser Stelle hier jetzt einen anderen Stream. Wir haben einen Stream Reader auf Game Request und nicht Player Response. Nochmal, ich weiß, fremden Code, sich da zurechtzufinden, ist immer schwierig. Ja, der Manager
Auf der einen Seite der Game Request. Game Requests schreibt der Manager, der hier, und liest der Battle Host. Player Responses schreibt der Battle Host und liest der Manager. Das ist die Idee, wie ich das Ganze hier implementiert habe. Das Einzige, was hier besonders ist an unserem Battlehost Service hier, ist, dass dieses Battlehost Service nicht von einer gRPC-Basisklasse ableitet. Hier bei unserem Manager Service leiten wir ja ab von unserer gRPC-Basisklasse, denn wir haben ja gesagt in unserem Diagramm, der hier empfängt eingehende RPC-Calls vom Battlehost. Wir wollen, weil es mehrere Battlehosts geben kann, in diese Richtung arbeiten. Die Battlehosts kennen ihren Manager. Der Manager muss warten, bis sich ein Battlehost meldet. Und dementsprechend ist der Manager abgeleitet von der gRPC-Basisklasse, während das Battlehost-Service ein Hosted-Service ist. Das ist ein Service, das zwar lange läuft, aber vorbereitet ist für, ihr seht das hier oben, Abstraction Hosting für einen Generic Host oder einen Host, der zusätzlich in ASP.NET hängt. Ja? Hosted Services bringen, oder Generic Hosts, für die, die es nicht kennen, bringen die Möglichkeit rein, dass man Hintergrunddienste implementiert, die aussehen, sich anfühlen, so riechen, so schmecken wie ASP.NET. Die haben Logging, die haben Dependency Injection, die haben all das, was ASP.NET hat. Nur was sie nicht haben, ist ASP.NET. Sie sind nur das Hosting-Konzept, das Ganze drumherum, dass hier ein Host startet, dass dieser Host gracefully beendet werden kann, wenn man auf Steuerung C drückt oder den Docker-Container stoppt, dass dieser Host Dependency-Injection-Funktionalitäten hat, dass dieser Host ein erweiterbares Logging-System hat. Das ist Teil des Hosting-Service und dafür hat Microsoft eben diese Abstraktion geschaffen. Und auf dieser gemeinsamen Abstraktion des Hosted Service bauen dann sowohl die ASP.NET-Dienste auf, aber grundsätzlich jedes Programm, das etwas länger läuft. Das kann sein ein WPF-Programm, kann ein Hosted Service beinhalten. Das Main Window kann ein Hosted Service sein. Wenn die Start Async-Methode aufgerufen wird, kann die WPF-Anwendung ihr Main Window starten. Ja? Ein Hosted Service kann aber auch eine Kommandozeilenapplikation sein, wo zum Beispiel ein Dienst in einem Docker-Container läuft und der so lange laufen soll, wie der Docker-Container lebt. Das ist die Hosted Service-Abstraktion. Sie ist nicht neu in .NET 5, es gab sie schon vorher. Trotzdem ist es, glaube ich, wertvoll zu sehen, wie das hier funktioniert. Naja, und in unserem Fall ist das recht simpel. Wir registrieren uns wieder darauf, wenn die Applikation, wenn der Host die Applikation beendet, Steuerung C zum Beispiel, dann wollen wir etwas tun. Dann schließen wir nämlich den Stream. Das ist unser Zeichen für den Manager, dass wir uns gerade abmelden. Und ansonsten, das ist der einzige gRPC-Aufruf, den wir machen. Das initiiert die Verbindung zu unserem Manager. Dieser Connect Call called vom Battlehost den Manager, der hier. Und dann starten wir einen Hintergrundprozess und in diesem Hintergrundprozess läuft dann die Nachrichtenverarbeitung. Ja. Das läuft dann so lange, bis Application Lifetime zu Ende ist, also bis das Ganze gestoppt wird. Das ist es, was hier im Hintergrund läuft. Und ihr seht hier, bei einem Stop Async machen wir gar nichts, denn wenn dieses Ding hier oben dieses Application Stopping schickt, dann beenden wir bereits die Kommunikation. Überhaupt nicht schwierig. Wir machen einen gRPC-Call und an einem Hintergrundprozess warten wir auf Messages. Und das Verarbeiten der Messages ist von Muster her exakt gleich auf beiden Seiten. Praktische Anwendung von Await for Each. Fragen an dieser Stelle. Das ist ein wichtiges Thema. Es zeigt schön, wie nett gRPC funktioniert und wie nett C-Sharp das unterstützt. Während ich noch auf Fragen warte, ein anderes Protokoll, in dem das Programmiermodell nahezu exakt gleich ist, ist SignalR. SignalR, das auf WebSockets obendrauf sitzt, ist ja auch ein Protokoll, das nichts anderes ist als ein gRPC-Protokoll, nur eben nicht von Google RPC, es ist kein gRPC-Protokoll, es ist ein RPC-Protokoll, nur eben nicht von Google, und es basiert auf WebSockets. Und auch bei SignalR, wenn ihr zum Beispiel
einen Web-Client mit einem C-Sharp-Server verbindet oder einen C-Sharp-Server mit einem C-Sharp-Client verbindet. Auch dort funktioniert das Prinzip exakt gleich und dreimal dürft ihr raten, auch dort gibt es unidirektionale oder bidirektionalen Streaming-Message-Austausch. Das heißt, ihr könnt hier mit SignalR genau das gleiche implementieren wie mit gRPC. Der Unterschied, gRPC ist optimiert für das Backend, während SignalR optimiert ist für das Frontend. Natürlich einfache Szenarien ohne Streaming, einfach nur Call, Response. Call, Response ist, das ist trivial, das brauche ich euch gar nicht zu zeigen. Schön. Wenn es keine weiteren Fragen zu diesem Thema mehr gibt, dann trauen wir uns jetzt den letzten Schritt und wir werden noch ein weiteres Projekt, unser, wenn man so will, das User Interface unseres ganzen Projektes hinzufügen und dann stürzen wir uns genau in dem Bereich über die letzten großen Themen, die wir uns ansehen können. Wer mitmachen will, kann jetzt entweder, jetzt ist es wirklich soweit, die gesamte Solution öffnen, die in GitHub drinnen ist, denn ja, jetzt sind wir fertig, jetzt ist alles da. Oder wenn ihr in eurem eigenen Folder weiter tun wollt, ist das überhaupt kein Problem. Das ist der falsche Folder. Moment, ich suche mir den richtigen raus. Das ist der richtige. Dann bitte kopiert dieses Projekt, das ohne Punkt irgendetwas hinten dran. Das ist das letzte Projekt, das wir noch brauchen. Das kopieren wir in unsere Umgebung hier rein. Das mache ich hier. Oh, ich habe da sehr viele Test-Results und so drinnen, deshalb sind das so viele Dateien. Das dauert einen kurzen Moment. Das macht nichts. Schön, und dann fügen wir dieses Projekt hier zu unserer Solution hinzu. Und nein, mit den Schmerzen, die ihr jetzt fühlt, müsst ihr leider leben. Ich habe keine Unit-Tests für unser Hauptprogramm geschrieben, also ich habe keine Integrationstests für meine CLI geschrieben. Ich fühle mich schlecht, ich habe körperliche Schmerzen, ich hätte es tun sollen, ich hätte es sogar vorgehabt, aber das Vorbereiten dieses Beispiels bis hierher war schon ziemlich viel Arbeit und ich bin schlicht und einfach nicht mehr fertig geworden. Bitte verzeiht mir das, aber ich weise ausdrücklich darauf hin, dass man natürlich auch für die Logiken, die hier drinnen sind, entsprechende Tests hätte schreiben sollen, aber es sind zugegebenermaßen die schwierigsten Tests, weil Integrationstests, die auf CLI-Basis funktionieren, dafür, da gibt es schon andere Programmiersprachen, wie beispielsweise Rust oder Go, die hier im Vergleich zu C-Sharp noch mehr Features mitbringen. Die sind in C-Sharp noch nicht so einfach, wie man sich's vorstellen könnte und deshalb habe ich mich dann schweren Herzens entschieden, dass es hier kein Testprojekt dazu gibt. Ja? Sorry dafür, seid mir nicht böse. Ja, kompiliert habe ich schon mal, Build started, Build succeeded, alles gut, Test Explorer, kompilieren, lassen wir alle Tests nochmal durchlaufen, das sieht sauber aus, alles gut. Das heißt, wir können uns jetzt in Ruhe ansehen, wie diese fertige Applikation am Ende des Tages aussieht. Alles beginnt bei unserem Programm, alles beginnt im C-Sharp Project. Und hier drinnen im C-Sharp Project haben wir einige wesentliche NuGet-Pakete, die zum Verständnis dieses Projekts sinnvoll oder notwendig sind. Nummer 1, es gibt eine ganze Flut an NuGet-Paketen, die es euch ermöglichen, schöne Command-Line-Interfaces zu bauen. Ich habe mich für dieses Beispiel für das NuGet-Paket Command-Line-Parser entschieden und ich zeige euch gleich, wie man damit Command-Line-Tools baut. Wie gesagt, es gibt eine Vielzahl an NuGet-Paketen und ich möchte hier keine Diskussion vom Zaun brechen, ob Tool A oder Tool B besser ist. Ich sehe gerade, dass ich hier in meinem Hauptprogramm noch die NuGet-Referenzen von Protobuf, gRPC und so weiter drinnen stehen habe. Die könnte man streng genommen, glaube ich, streichen, weil das habe ich dann irgendwann in eine eigene Class-Library übersiedelt, aber ja, sei es drum, ist nicht so wichtig. Ich verwende hier für Open API Specification NSWAG. Auch hier bitte ich keine große Diskussion vom Zaun zu brechen. Ist NSWAG besser als Swashbuckle oder Swashbuckle besser als NSWAG? Bitte entscheidet selbst. Beide Tools führen euch zum Erfolg. Beide Tools sind gut und ihr bekommt eine ganze Menge an Funktionalitäten von beiden automatisch dazugegeben. Das hier ist noch erwähnenswert, dieser Teil hier. Ich verwende als erweiterbares Logging-Framework
Serilog. Für die, die es nicht kennen, ich mag Serilog sehr gerne. Das ist der hier. Serilog, genau der hier. Und das Besondere an diesem Serilog ist, dass es wirklich viele Syncs gibt. Das heißt, man schreibt, man programmiert gegen das ganz normale Hosting-API von ASP.NET bzw. von .NET 5. Und dann über Serilog kann man eine ganze Latte an sogenannten Syncs verbinden. Das heißt, ich muss mich beim Programmieren noch nicht entscheiden, ob meine Applikation in Azure läuft und ich das alles in Application Insights reinspielen will oder ob das Ganze in einer Kubernetes-Infrastruktur läuft, wo ich irgendeine Form von Prometheus, sonst irgendwas drinnen habe. Das spielt überhaupt keine Rolle. Auch Dinge wie File-Formate wie Log4Net und so weiter werden unterstützt. Und das mag ich eigentlich sehr gerne an diesem Serilog, dass es einfach eine Abstraktion ist, die es mir ermöglicht, dass ich zum größten Teil auf die allgemeinen Abstraktionen von Microsoft setzen kann und die übernehmen das Heavy Lifting, dass das dann weitergegeben wird an die entsprechende Logging-Infrastruktur. Natürlich muss man da oder dort, wenn man alle Möglichkeiten nutzen will, auf die individuellen APIs des jeweiligen Logging-Providers zugreifen, aber das sollte die Ausnahme und nicht die Regel sein. Daher habe ich mich in diesem Beispiel entschieden, Serilog einzusetzen. Und zwar Serilog mit dem Basistool, mit der Integration in ASP.NET Core, mit der Konfigurationsmöglichkeit über AppSettings.json und über einen Logger, der die Logs auf die Konsole ausgibt. Ja, ich habe kein fancy Application Insights hinzugefügt, ganz banal Console. Und so sieht dann die entsprechende Konfiguration aus. Da schreibt man dann rein, ich möchte auf die Konsole schreiben, so sollen die Ausgaben aussehen. Das kann man in der Serilog-Dokumentation nachlesen, welche Möglichkeiten es hier gibt. Und da oben kann ich definieren, welches Logging-Level ich haben will. Das ist das C#Proj. Eigentlich nichts Besonderes. Diese 1, 2, 3 Themen, die habe ich mal ausgewählt, weil ich sie sehr häufig verwende und vielleicht kennt da die eine oder andere diese Pakete noch nicht, dann habt ihr sie jetzt hier dabei. Schauen wir uns erstes schnell mal die CLI-Geschichten an, die sind wirklich nicht kompliziert. Das Einfachste, was ich euch zeigen kann, sind die About-Options. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Projekt mal als Startup-Project setzen und dann hier in den Properties mal in den Debug-Options reinschreiben, wir wollen About hinschreiben. Das wäre so, wie wenn wir hinschreiben My Executable About, ja, oder in der Konsole .NET Run minus 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 minus, sorry, .NET Run minus minus About. Wenn wir das Ganze starten, dann hoho, wird ein schönes Piratenschiff ausgegeben und irgendein Text. Ja. Und das funktioniert mit diesem CLI-Tool super einfach. Das zeige ich euch schnell, dann ist alles klar. Man legt eine Options-Klasse an, wo man optional noch weitere Optionen hinzufügen kann. Hier definiert man einen sogenannten Verb. Das ist das, was angegeben wird nach dem Namen des Executables, sowas wie Git Push. Git, Pull, Push, Pull werden dann Verbs. Und dann kann ich hier unten ganz simpel sagen, ach, parse mir bitte die Argumente und wenn du About Options entdeckst, dann rufe diese Funktion auf und diese Funktion da unten bekommt dann die Optionen und kann tun, was immer ihr da drinnen tun wollt. Ja? So funktioniert diese CLI. Ich persönlich, mir gefällt das sehr gut, wenn ich solche CLIs baue. Ja, kann ich euch auch hier zeigen. Wenn ich hier mal die Konsole starte, .NET run minus minus about, funktioniert das ganz genauso gut. Und wir haben ja als eine der Anforderungen drinnen gehabt, dass wir das Ganze so einfach wie möglich haben wollen. Das heißt, wir wollen, dass wir ein Executable ausliefern und dieses Executable muss der Manager sein. Wenn wir starten mit .NET run manager, das muss der Battlehost sein, wenn wir starten mit .NET run battlehost und es muss auch so Dinge wie about messages anzeigen können. Wir wollen hier nicht drei verschiedene Programme machen, sondern eines, wo alles drinnen ist, damit wir so einfach wie möglich das Ganze ausliefern können. Gut, das war jetzt nur mal, damit ihr die CLI kennenlernt. So, und dann schauen wir gleich mal auf die Implementation des Managers. Hier seht ihr die Manager Options und die schauen wir uns gleich mal an. Der Manager,
Der bekommt optional die URL, auf die er hören soll, und standardmäßig handelt es sich um die URL HTTPS Localhost 5001, damit unser gRPC-Server auf Localhost 5001 hört. Und wie starte ich jetzt diesen gRPC-Server? Das seht ihr da unten. Da habe ich jetzt hier eine eigene kleine Klasse implementiert, das ist die Manager-Main-Klasse, und die setzt jetzt das ganze ASP.NET und gRPC-Thema auf. Hier, ich habe verzichtet auf eine Startup-CS. Ja, ich mache es eigentlich ja, meistens nicht mehr, dass ich eine Startup-CS schreibe, sondern das neue API von ASP.NET und vom Generic Host erlaubt euch, dass ihr recht bequem hier über Host Default Builder Configure Web Host Defaults, dass ihr hier die Configure Services nicht mehr als Methode in einer Klasse schreibt, sondern einfach als Methodenaufruf. Die Configure Methode ist einfach nur ein Methodenaufruf, ist ein Callback im Wesentlichen. Für diejenigen von euch, die ASP.NET Erfahrung haben, das ist das gleiche wie eure Startup Klasse, nur etwas anders geschrieben. Ich starte eben an dieser Stelle den Builder und ganz unten steht dann Serilog für Logging, Console Lifetime, damit wir Steuerung C erkennen, Build Run. Und dieses Run Async da unten, dieses Run Async und dieses Await hier sorgt dann dafür, dass unsere CLI in Memory bleibt, laufen bleibt und so lange läuft, bis diese Methode Run Async zurückkehrt, und das tut sie, wenn irgendein tragischer Fehler auftritt, aber viel häufiger tut sie es, wenn wir ein Control C oder ein Docker Stop bekommen haben. Dann wird nämlich dieses Console Lifetime unser Service informieren, dass, seht ihr, und das ist jetzt das Hosting-Thema, wenn er Steuerung C enthält und dieses Console Lifetime erkennt, dann schickt er an unseren Manager Service hier diese Application Stopping Nachricht, die cancelt den entsprechenden Await for Each, die entsprechende Await for Each Loop. Hier seht ihr das Ganze. Und wir können das Ganze gracefully beenden. Wir können schließen, was wir offen haben. Alles ist gut, nichts stürzt ab. Die Verbindungen werden ordnungsgemäß geschlossen. Genau so soll das Ganze dann aussehen. Das macht diese Methode. So, analysieren wir diesen Aufbau etwas genauer. Configure Services ist der Dependency Injection Teil, den viele von euch wahrscheinlich aus ASP.NET kennen. Ich kann hier Singletons registrieren, ich kann alle Services registrieren, die ich anbieten will. In meinem Fall handelt es sich um gRPC und ASP.NET Web API. Beides ist hier drinnen, sowohl gRPC als auch Web API. Ich habe dann unsere Game Factory, haben wir heute schon kennengelernt, den Board Filler mit der Abstraktion, haben wir heute schon kennengelernt, und die Battle Host Connection, auf die wir zum Abschluss in so in der letzten halben Stunde, letzten 20 Minuten noch eingehen werden. Dann starten wir die verschiedenen Dienste. Wir sagen, wir hätten gerne Swagger, also Open API, wir hätten gerne Endpoint Routing, und dort drinnen veröffentlichen wir unsere gRPC-Services, nämlich den Manager-Service, und unsere ASP.NET Web API-Controller. Das sind die Kollegen hier, das sehen wir hier beim Tournaments-Controller, habe ich es genannt. Das ist ein ganz normaler API-Controller mit Controller-Base. Ja, das ist es, was unsere Manager-Main hier macht, und dann sind wir auch schon durch. Diese Manager-Main-Funktion, dieses ganze Create Web Host Default, das kann man sich vorstellen wie ein Installateur, der verschiedene Rohre zusammenschraubt, und daraus ergibt sich die gesamte Applikation. Ich schraube und füge hinzu alle Komponenten, die ich brauche, indem ich sie in Dependency Injection an einer zentralen Stelle, nämlich genau hier, injiziere. Man könnte natürlich diese Dinge noch in eine eigene Add-Methode abstrahieren, dass wir sowas haben wie Add Battleship oder so, aber ich glaube, das ist jedem klar, dass wir diese drei Methoden noch zusammenfassen können. Und dann schrauben wir hier die entsprechenden Methoden an ASP.NET dran. Wir wollen gRPC anbieten, wir wollen Controller anbieten, und wenn wir wollen, könnten wir fürs UI auch noch SignalR anbieten. Das wäre genauso okay. Läuft alles in diesem einen Prozess. Ja? Verschiedene API-Technologien, Protokolle in einem Manager drinnen. Und genau das hatten wir ja in unserer Anforderung, die ich uns für den heutigen Tag festgelegt habe. Wir haben den Manager, der nach intern gRPC spricht und nach außen
HTTP bzw. SignalR. Das hier haben wir nicht implementiert. Das ist nicht Teil des heutigen Workshops. Das habe ich bewusst weggelassen, das wäre zu lange. Das hier haben wir implementiert, das zeige ich euch gleich. Und diesen Teil haben wir implementiert. Ja? Na, schauen wir mal, ob sich die ganze Sache tatsächlich starten lässt. Ich werde hier Properties mal reinschreiben, Manager. Dann sollte eigentlich dieser Manager schön hochfahren und ich werfe mal den entsprechenden Debugger an und ihr seht, Starting Manager Process. Alles gut, der steht jetzt da und wartet und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Steuerung C drücke, dann beendet sich der Manager Process gracefully, alles ist gut, er beendet seine Arbeit und das Programm fährt ordnungsgemäß runter. Wenn ich das Ganze in einen Docker-Container reinpacke und glaubt mir, wenn ich dann Docker Stop sagt, dann wird das nicht hart gekillt, sondern wird das ordentlich, wird ordentlich auf Sigint reagiert, es wird ordentlich alles runtergefahren und der Docker-Container beendet seine Arbeit und es kommt zu keinen Fehlern oder ähnlichem. Puh, das war jetzt wieder eine Menge Information. Gibt es Fragen an dieser Stelle? An sich ist das einfach nur ASP.NET, vielleicht in einem etwas komplexeren Setting, versteckt hinter einer CLI, ergänzt mit Logging Framework, Serilog und etwas schöner aufgeteilt in verschiedene Projekte. Ich warte noch, gebe euch Gelegenheit, Fragen zu stellen, wenn ihr möchtet. So, dann sehen wir uns zum Abschluss unserer Hosting-Reise noch den Battlehost an. Der sieht nämlich fundamental anders aus, aber eigentlich auch nicht. Erinnert euch bitte, der Battlehost, der hier, der da unten, das ist kein ASP.NET gRPC-Server, sondern, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich bewusst, die Calls gehen von hier nach hier. Das heißt, dieser Battlehost da unten, da haben wir mit ASP.NET nicht viel angefangen. Hier sind wir ein gRPC-Client. Nicht Server. Allerdings in unserem schönen Beispiel wollte ich zeigen, wie nett man genau solche lange laufenden Services mittlerweile mit modernem C-Sharp und .NET implementieren kann, indem man auf genau das gleiche Hosting-Konzept setzt. Schaut her, der Aufruf des Battlehost-Clients funktioniert nahezu gleich wie beim Manager. Lasst mich den hier aufklappen. Das da unten ist der Manager, da verwende ich die Manager-Main und rufe den Start-Manager auf und da unten verwende ich den Battlehost-Main und rufe die Start-Battlehost auf. Und wenn wir uns die Start-Battlehost ansehen und ich da ein wenig runter scrolle, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja? Da unten, Configure Services mit dem ganzen Zeugs, Use Serilog, Use Console Lifetime, Build, Run Async, Await, sieht eigentlich ganz genau gleich aus, wie das, was wir vorhin hatten. Und das ist die Magie von dem Generic Host. Der Generic Host erlaubt uns, vergleichen wir das nochmal, hier hätte ich gern den Battlehost Main und da hätte ich gern den Manager Main, den schließe ich mal. Hier unten greifen wir auf den ASP.NET Host, ja, für den Web Host Defaults zu. Und da drinnen rufe ich dann die entsprechenden Methoden auf. Und hier greifen wir auf den Generic Host Builder zu und müssen nur ein paar wenige Dinge zusätzlich machen, die ASP.NET für uns normalerweise macht. Und zwar müssen wir so Dinge wie die Tatsache, dass er ein AppSettings.json laden soll, das macht der Generic Host nicht automatisch. ASP.NET hat hier gewisse Konventionen, die genutzt werden, indem er auf dieses Settings-File zugreift, indem er Environment-Variablen verwendet, indem er die Möglichkeit bietet, während des Entwickelns ein AppSettings.development.json einzufügen, dass das wieder überschreibt. Alle diese Dinge, die macht ASP.NET automatisch. Diese paar Sachen müssen wir an dieser Stelle selbst machen. Ab dann läuft es exakt gleich wie in ASP.NET. Jetzt ist nur die Frage, in ASP.NET haben wir ja da unten unseren gRPC-Service, der gestartet wird. Ja, welchen Service starten wir jetzt hier? Antwort, es werden all jene Services gestartet, die wir hier mit Add Hosted Service zu Dependency Injection hinzufügen.
Und das ist in unserem Fall unser Battle Host Service, den wir schon vor kurzem uns angesehen haben. Das ist nämlich der, der dieses iHosted Service implementiert. Im Wesentlichen startet der Generic Host eine Instanz von jedem Hosted Service und dadurch kann ich beliebigen Code, der einfach als Dienst im Hauptspeicher liegen soll und seine Arbeit macht, kann ich starten und der läuft dann dort. Und wenn der gesamte Host gestoppt wird, dann sendet er die entsprechenden Stopp-Nachrichten, wir haben darüber gesprochen, an alle Hosted Services und beendet diese Hosted Services. Ja? Ich hoffe, das ist halbwegs nachvollziehbar. Wenn das noch sehr undurchschaubar ist, dann bitte sagt Bescheid. Bevor wir das gleich ausprobieren, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Das hier, Add gRPC Client. Achtung mit den gRPC Clients. Diejenigen von euch, die mit Web-APIs zu tun haben, wissen, dass der HTTP-Client ein gemeiner Zeitgenosse ist. Man sollte nämlich HTTP-Client-Objekte nicht einfach jederzeit, wenn man es braucht, mit New anlegen. New HTTP-Client, wann immer man einen HTTP-Client braucht. Dafür gibt es die iHttp Client Factory. Das ist ein eigener Dienst von ASP.NET und der kümmert sich darum, dass das Anlegen von HTTP Client Objekten an einer zentralen Stelle durch ASP.NET passiert. Das ist wichtig, weil man nicht zu viele dieser HTTP Clients haben sollte. Die halten nämlich im Hintergrund gewisse Sockets offen oder blockieren gewisse Sockets, so muss ich sagen, und dann kann es in Extremsituationen dazu kommen, dass das Programm einfach out of resources ist, schlicht und einfach, weil man zu viele HTTP Clients angelegt hat. Das gleiche gilt für gRPC Clients. So wie man normalerweise in ASP.NET Add HTTP Client hinzufügt, fügt man hier mit Add gRPC Client einen Client an einer zentralen Stelle hinzu und jedes Hosted Service, das dann mit dem gRPC, mit einem gRPC-Dienst reden will, holt sich den entsprechenden gRPC-Client von Dependency Injection. Okay? Bitte diesen Begriff Add gRPC-Client als Basis für Google-Recherchen verwenden, wenn ihr produktiv gRPC-Clients in euren Microservices einsetzt. Ja, da findet ihr gute Artikel auf der Microsoft-Dokumentationsseite. Für die, die ASP.NET-Profis sind, das ist genau das gleiche wie die HTTP Client Factory, da sind wir halt bei den gRPC Clients. Schön. Wunderbar. Vielleicht sollte ich das kurz herzeigen, damit der Connex ganz klar ist. Der Battlehost Service hier findet ihr. Wo ist er denn, unser Freund? Der Client, da ist der Client, genau. Das ist der Manager-Client, da haben wir ihn drinnen. Dieser Manager-Client, der wird hinzugefügt und der heißt Manager-Client, weil der Dienst hier oben Manager heißt. Und die Tatsache, dass hier dieses Battlehost-Service den Manager-Client kennt, das muss man ja irgendwo in Dependency Injection finden. Wenn wir da reinschauen, dann werden wir sehen, dass es hier genau diesen Manager-Client gibt. So ist der Zusammenhang hier bei gRPC. Kurze Zwischenfrage. Wie lässt sich so als Abschnitt in Visual Studio... ja, das nennt sich Peek into Definition. Normalerweise drückst du wahrscheinlich F12, das ist Go to Definition, aber wenn du Alt F12 drückst, dann ist das Peek into Definition und das zeigt dir so kurzfristig einen kleinen Abschnitt an und da kannst du so schnell mal eben rein peeken. Jetzt habe ich ein schlechtes Beispiel genommen. Nehmen wir das da zum Beispiel her, Alt F12. Ja, seht ihr das? Wunderbar, genauso soll das sein. Alles gut? War das die Frage, Hannes? Okay, alles klar. Peek into Definition, Alt F12 ist das Standard-Shortcut, wenn ich mich nicht täusche. Schön. So, schließen wir und jetzt probieren wir die ganze Sache natürlich noch aus, damit wir sehen, ob das auch wirklich funktioniert. Ich werde jetzt Folgendes machen, ich werde es jetzt umdrehen, weil das der Manager startet, habt ihr ja schon gesehen. Aber jetzt starten wir mal im Debugger den Battlehost. Battlehost, genau den. Und dann starte ich hier rüben. Mit .NET Run außerhalb des Debuggers mal den Manager. Genau, das ist jetzt der Manager. Und jetzt starte ich hier herüben
Mete 5 den entsprechenden Battle Host und jetzt seht ihr, dass genau das passiert ist hier. Der Battle Host startete sich. Der Battle Host hat die RPC-Methode auf den Manager aufgerufen und ihr seht an dieser Stelle eine Log-Nachricht. Jawohl, der Manager hat einen neuen Battle Host. Also wir haben jetzt genau diese gRPC-Verbindung auf der einen Seite über ASP.NET mit dem Service und auf der anderen Seite den Generic Host mit dem entsprechenden Service. Die beiden reden jetzt miteinander und wir haben eine Duplex-Verbindung, mit der wir extrem effizient binär serialisierte Daten austauschen können. Genau das, was wir haben wollten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier beim Battlehost Steuerung C drücke, dann beendet sich der gracefully und der herüben erkennt, oh, der Battlehost ist deaktiviert worden und dann kann ich auch hier wieder auf Steuerung C drücken. Alles beendet sich gracefully, keine Fehler, keine Exceptions, genauso wollen wir das Ganze haben. Schön. Es funktioniert, wie es soll bisher. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, oder wie heißt das? So, Fragen bisher. Endspurt. Letzte 25 Minuten. Jetzt haben wir viel über ASP.NET und Generic Hosts und Dependency Injection gehört und jetzt kehren wir wieder zurück in die Untiefen von C# und .NET. Jetzt müssen sich die nochmal ordentlich anschnallen, die vielleicht mit Tasks und so weiter noch nicht ganz so fit sind. Es werden jetzt eine Menge Neuigkeiten kommen. Diese Neuigkeiten sind vielleicht jetzt nicht so ganz C# 9, also große C# 9 Features werdet ihr heute nicht mehr sehen, aber es wird sehr viel, hoffentlich sehr interessanter C# Code und .NET Code zu sehen sein. So, schauen wir nach. Wir sind in unserem Protokoll hier drinnen und jetzt wollen wir als erstes mal über die Battlehost Connection reden. Die Battlehost Connection ist eine Klasse, die der Manager, der hier verwaltet, und diese Battlehost Connection repräsentiert eine Verbindung vom Manager zum Battlehost. Ja? Das ist es, das soll diese Verbindung repräsentieren. Der Manager hält die Battlehost Connection und über diese Battlehost Connection will der Manager erstens einmal das Connect entgegennehmen und er möchte gerne, das seht ihr hier, ein Spiel, wo habe ich es hier? Ein Spiel starten können, Start Game, und er soll den gesamten Shoot-Prozess abbilden können. Und jetzt wird es wirklich spannend, denn der Code, wie wir ihn am Ende des Tages haben wollen, von der API her, sieht wie folgt aus. Ich zeige euch das hier in diesem kleinen Beispielcode, den ich gemacht habe. Schaut her. Das ist die API, die ich will. Das hier. Ich möchte gerne ein Game erzeugen. In diesem Fall spiele ich Spieler 0 gegen Spieler 1. Das heißt den Random Player gegen den Sequential Player. Der Random Player ist in diesem Fall 0 und der Sequential Player ist 1. Das ist jetzt wirklich nur zu Demonstrationszwecken. Natürlich in der Praxis hätte man eine UI, wo man die Player auswählen kann, aber das spielt überhaupt keine Rolle heute. Und anschließend gehe ich auf diese Battlehost Connection los und sage einfach Shoot Player 1. Das heißt, in diesem Fall möchte ich, dass der Random Player auf den Sequential Player schießt. Und dann drehen wir es um und lassen den Sequential Player umgekehrt auf den Random Player schießen. Und das Besondere, worüber wir jetzt die nächsten, würde mal sagen, so 15 Minuten reden werden, ist diese Kleinigkeit hier. Wenn man jetzt nicht drinnen steckt in dem Code, muss ich das nochmal in Ruhe erklären. Versucht, ich weiß, es war schon ein langer Tag, versucht gedanklich bei mir zu bleiben. Hinter diesem Await versteckt sich jetzt ein komplizierter Austausch von Nachrichten. Das heißt, wenn wir hier diese Geschichte nochmal hernehmen, dieses Await, das wir hier gerade gesehen haben, das umspannt diesen gesamten Prozess. Shoot bedeutet, mach einen Request. Der Battlehost spricht mit dem Player. Der Player gibt den Schuss zurück. Der Schuss wird asynchron über eine Message zurückgesendet. Die Message wird verarbeitet vom Manager. Das entsprechende Ergebnis, Wasser oder Treffer, wird wiederum an den Player zurückgeschickt. Und erst dann darf der auf oberster Ebene der Manager oder in diesem Fall die Web-API mit dem nächsten Schuss, wo der andere Spieler weitergeht, weitermachen. Und das ist das, wo ich hin will. Ich möchte gerne
einen Task haben, der nicht trivial ein Web-API umspannt, sondern ich will einen Task, der eine ganze Serie von asynchronen gRPC-Messages abwickelt, den würde ich gerne implementieren. Hat jemand eine Idee, wie man so etwas machen könnte? Ich suche einen Klassennamen. Ich bin neugierig, ob ich euch mit dem in den letzten 20 Minuten jetzt langweile oder ob ich euch da was Neues erzählen kann. Ich verrate euch und ich möchte euch bitten, in das Chatfenster kurz reinzuschreiben, falls ihr diese Klasse noch nicht kennt. Task Completion Source. Wer kennt Task Completion Source noch nicht oder hat es vielleicht mal gehört, aber noch nie eingesetzt? Bekannt, aber kaum benutzt. Ah ja, da kommen die Nachrichten rein. Das habe ich vermutet. Neu. Schon mal von gehört, aber offenbar noch nicht verwendet. Nie gehört. Wunderbar. Ich darf euch mit Task Completion Source einen Diamanten aus den Untiefen von .NET vorstellen. Den gibt es schon lange. Den gibt es seit der TPL. Ich glaube, das war, was war das? .NET 4? Ich glaube, das war 4, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieses Ding ist furchtbar unterbewertet. Es ist ein Rohdiamant und dieses Ding wird immer wichtiger, je mehr wir in asynchrone Nachrichtenverarbeitung gehen. Ihr habt sicher auf anderen Konferenzen im Internet und auch auf der BASTA schon sehr oft von diesem Event-Driven Computing gehört. Serverless, alles sind Events. Wir schicken nur noch Messages in der Gegend herum über Message-Bus-Systeme, über SignalR, über gRPC, alle diese Dinge. Aber der Code, der sich dann ergibt, der ist einfach furchtbar in den meisten Fällen. Und das ist der Code, den ich eigentlich will. Ich will auf oberster Ebene einen Task, den möchte ich awaiten können und im Hintergrund baut dann irgendjemand eine kleine Lösung und diese Lösung abstrahiert das alles für mich weg. Und natürlich kann ich daraus dann wieder komplexere APIs bauen. Es ist eine wunderbare schichtweise Abstraktion. Wir müssen uns in diesem Bereich auch nicht um jede Mikrooptimierung kümmern, denn am Ende des Tages geht es um asynchrone Nachrichtenverarbeitung. Ja, da reden wir sowieso über Netzwerkkommunikation oder zumindest Interprozesskommunikation. Das sind so ein paar Abstraktionen in .NET nicht das Problem. Die Performance liegt eh woanders. Mit gRPC sind wir da ganz gut aufgestellt. Und jetzt schauen wir uns diese Battlehost Connection mal an, wie ich die für euch implementiert habe. Hier seht ihr schon unseren Freund, Task Completion Source. Und diese Task Completion Source, ja, das ist alles ganz normales C#, nichts Besonderes, nichts Besonderes, nichts Besonderes, der State, nichts Besonderes. Hier, nein, im Start Game ist auch nichts Besonderes drinnen, hier beim Shoot, da beginnt es interessant zu werden. Diese kleine Methode, über die möchte ich jetzt ein wenig mit euch reden. Was macht die? Die nimmt den Shooter entgegen, und das ist derjenige, der schießen soll. Und dann beginnt sie die Nachrichtenverarbeitung hier, indem aufgerufen wird Send Shot Request. Dieses Send Shot Request repräsentiert in unserem Kommunikationsprotokoll eine Nachricht, die vom Manager an den Battlehost geschickt wird. Asynchron. Ab dann haben wir keine Ahnung, wie viele Nano- und hoffentlich nicht Mikrosekunden es dauert, bis der hier zurückkommt. Bis der Shot vom Battlehost zurückkommt, weil der Shot vom Player den entsprechenden Shot bekommen hat. Ja? Da wissen wir nicht, wie lange es dauert. Was ich hier tue bei dem Send Shot Request ist, ich mache eigentlich ein Fire and Forget. Ich schicke das Ding weg. Das Einzige, was ich tue an dieser Stelle, überprüfe ich, ob beim Wegschicken ein Fehler aufgetreten ist. Das ist bitte beim Wegschicken, nicht im gesamten Prozess. Das prüft nur, ob es mir schon nicht gelungen ist, den Shot Request zu versenden. Und ab dann geben wir hier, ihr seht das hier, von der Task Completion Source einen Task zurück. Es gibt hier nie wirklich einen Task, den wir irgendwo von einer Netzwerk-Web-API zurückbekommen haben. Diese Task Completion Source, das ist, wenn man so will, ein Token, das wir in der Hand haben und das eine API hat wie ein Task. Nach außen hin tun wir so, als würde dieser Shooting-Prozess jetzt lange laufen. Wir beenden die Methode aber hier, aber wir geben unseren Task Completion Source Task zurück.
irgendwann nach einer gewissen Zeit bekommen wir hoffentlich über unsere hier Manager Service A Wait for Each Schleife eine Nachricht von unserem Battlehost, die dann hier in der Methode Handle landet. Go to Implementation, genau hier. Und in dieser Methode Handle drinnen verarbeiten wir den entsprechenden Schuss und senden das Shot Result an den hier Battlehost zurück. Wir senden das Shot Result an den Battlehost zurück. So, aber das Wichtige ist, dass wir hier bei der Shoot auf den Task Completion Source zugreifen und jetzt in einer komplett anderen Methode, die über einen komplett anderen Pfad das Ergebnis von unserem Battlehost zurückbekommen haben, das Result, in diesem Fall ist es Void, also es gibt kein Result, das Result von unserer Task Completion Source setzen. Und erst dieser Aufruf, der dann diesem Ergebnis im Wesentlichen entspricht, eigentlich hier, nachdem wir das Shot Result schon weggeschickt haben, ja, der diesem Zeitpunkt entspricht, erst durch dieses Task Completion Source Try Set Result wird der Task, den wir hier ursprünglich erstellt haben und der in unserem Tournament Controller hier mit Await erwartet wird, erst dann wird der completed. Und dadurch haben wir hier die schöne Variante erstellt, dass wir wirklich mit einem Task und Await diesen komplexen asynchronen Nachrichtenverarbeitungsprozess, der so Dinge wie Await for Each in C-Sharp drinnen hat, dass wir den hinter einer hübschen API verstecken. Und wir sind trotzdem top ressourcenschonend, denn alles ist auf Task basiert, hier wird kein Thread blockiert, überhaupt nichts. Unser Server ist in der Lage, hier viele, viele, viele Nachrichten abzuarbeiten. Er ist wirklich, wirklich flott, genauso wie wir das Ganze haben wollten. Also Task Completion Source bietet euch eine Möglichkeit, dass ihr eine Methode baut, die Methode beendet und einen Task zurückgibt, den ihr an einer vollkommen anderen Stelle in eurem Programm später dann kontrolliert. Genauso wie es hier unten eine SetResult-Methode gibt, gibt es natürlich auch eine SetCancelled-Methode, gibt es natürlich auch eine SetException-Methode. Das heißt, ihr könnt den Task wirklich perfekt ansteuern und ihr könnt diese Higher-Level-API hier auch tatsächlich Exceptions zurückgeben. Oder ihr könntet diese Higher-Level-API auch einen Cancelled-Task-Completion-Source zurückgeben. Das ist die Idee einer Task-Completion-Source. Und ich muss wirklich sagen, wenn man so ganz klassisch einfach nur WPF, WinForms programmiert oder alles in einem Prozess drinnen liegen hat oder im schlimmsten Fall nur synchrone REST-APIs verwendet, dann hat man mit einer Task-Completion-Source nicht viel am Hut. Nur in dem Moment, wo wir in moderne, cloud-basierte, Microservice-zentrierte Lösungen gehen, die sehr auf diesem eventgetriebenen Architekturprinzip basieren, dann spielt diese Task Completion Source wieder ihre volle Power aus. Dann kann man sie wirklich, wirklich spannend nutzen. So, jetzt probieren wir das kurz mal aus und dann schauen wir, welche Fragen es gibt. So, ich bilde das Ganze. Ich garantiere nicht, dass dieses erste Ding jetzt gleich funktioniert, aber ja, hey, lasst es uns doch einfach probieren. Ja. Ich bin mal mutig. So, hier werden wir, ist das der richtige? Basta Live, ja, das ist der richtige. Da starten wir uns einen zweiten, den packen wir hier hin, den packen wir hier hin. Hier gehen wir her und sagen .NET Run Manager. Cool, läuft. Hier machen wir das gleiche. .NET Run Battle Host. Schön. Ah, noch nicht schön, jetzt schön. Jetzt reden die beiden miteinander. Dann habe ich hier vorbereitet im Visual Studio Code, falsches Visual Studio Code, habe ich ein kleines Requests-File vorbereitet. Das ist der Kollege hier. Das mache ich hier ganz, ganz klein, weil ich möchte im Hintergrund sehen, was hier passiert. Das ist nichts anderes als ein Aufruf unserer Web-API. Jetzt haben wir hier ein Setting, was exakt dem entspricht, was ich euch in der Früh versprochen hatte. Wir haben ein Setting, wo wir hier unseren Battlehost haben,
Generic Host, hier unseren Manager, gRPC-Verbindung und unser UI simulieren wir jetzt, indem wir an der Stelle unseren REST API mit Visual Studio Code wegschicken. In der Realität würden wir diesen HTTP-Request natürlich nicht über sowas wie REST-Client wegschicken, sondern über eine hübsche Web-GUI. Aber wie gesagt, nicht unser Thema. Und schießen wir. Schauen wir, was passiert. Oh, super. Und wir haben schon einen Gewinner. Wir sehen, das war jetzt so schnell. Ihr habt es wahrscheinlich kaum gesehen. Ich werde jetzt ein paar Mal draufdrücken. Vielleicht sieht man es dann besser. Ich weiß nicht, ob das über Zoom rüberkommt, aber das gibt einfach sehr schnell unseren Random Shots aus, unseren Sequential aus und wir sehen, dass eigentlich der Sequential natürlich durch die Bank der Gewinner ist, weil der Random Shot so dumm ist, dass er immer wieder auch auf die gleichen Felder schießt, während der Sequential immer noch eigentlich ziemlich blöd ist, aber hey, er schießt zumindest auf jedes Feld noch nur einmal und insofern, naja, wissen wir, wer gewinnt. Ihr könntet dann im Anschluss an diesen Workshop dieses Codebeispiel nehmen und wenn ihr mehrere Leute von einem Team auf der Basta seid, dann könnt ihr die Nächte euch damit um die Ohren schlagen, gegenseitig Battleship Host Player zu schreiben und schauen, welcher besser funktioniert. Ja, war ein Scherz. Aber ich denke, man sieht hier recht schön, dass die Sache tatsächlich funktioniert. Und das hier, was ihr hier seht, ist jetzt in der Abstraktion das, was ich euch zeigen wollte. Im Endeffekt die API ist auf oberster Ebene in unserem Web-API-Controller etwas, wo die gesamte Komplexität versteckt ist. Wir starten ein Game, wir awaiten beide Schüsse, wir werten aus, ob es einen Gewinner gibt und machen das Ganze in einer simplen Schleife, bis wir einen Gewinner haben. Das dazwischen ist einfach nur die Ausgabe am Bildschirm. Könnt ihr euch erinnern, das war das mit dem String.create und solche Dinge. Der Rest? Sehr simpel. Und so sollen wir arbeiten. Wir denken in hübschen APIs, wir arbeiten uns vorwärts und auf oberster Ebene haben wir eine hübsche API, die die gesamte Komplexität hinter uns versteckt und das andere ist aufgeteilt auf die entsprechenden Class Libraries. So, Task Completion Source. Ich packe das nochmal hier auf den Bildschirm. Wo ist er? Unser Task Completion Source, da ist sie. Und gebe euch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich hoffe, die Task Completion Source ist zumindest ansatzweise rübergekommen, wie man sie verwendet. Natürlich müsst ihr sie üben, wenn ihr sie tatsächlich verwenden wollt, aber mit dem hier Gesehenen wird es hoffentlich leichter. Gibt es Fragen zur Task Completion Source? Während ihr über eventuelle Fragen nachdenkt, auf der anderen Seite beim Manager Service, das ist das Service, das der Battle Host in der Hand hat und, die Manager Connection, das ist die Connection, die der Battle Host in der Hand hat in Richtung Manager, sieht die ganze Sache genau gleich aus. Wenn ich da runter gehe, ist nur ein klein wenig anders. Die GetShot-Methode an dieser Stelle. Grundsätzlich haben wir genau das gleiche in grün. Ihr seht hier unsere Task Completion Source. Das ist genau das gleiche, was wir vorher auch hatten. Es ist nur halt andersrum programmiert. Das ist alles. Ansonsten ist es genau das gleiche. Und? Brauchbare Abstraktion, Task Completion Source? Fragen zum Starten. Manager und Battle Host laufen. Und dann? Nichts und dann. Wenn die beiden hier laufen, dann kann das User Interface mit dem Manager interagieren über die REST API oder SignalR und der Manager führt die Plugins, die Player, in einem eigenen getrennten Prozess aus. Das ist die Idee dahinter. Und wenn wir das ganze System stoppen wollen, dann beenden wir unseren Battle Host und wir beenden den entsprechenden Manager. Aber unser Ziel war, dass wir diese beiden Dinge eben voneinander trennen, sodass ein Crash hier unten da oben keine schlimmen Auswirkungen hat und dass der Battle Host nicht über Reflection auf irgendwelche geheimen Daten zugreifen kann, sondern der kriegt nur genau das, was er braucht und ich kann ihn auch, indem ich ihn in einem Container laufen lasse, ressourcenmäßig, also CPU-mäßig und Memory-mäßig constrainen. Ansonsten haben die nichts zu tun. Ja? In der Praxis würde ich diese Dinge in der Cloud jeweils in einem Docker-Container starten und gut. Vielleicht noch ein wenig Zeit investieren, dass wir mehrere Battle-Hosts betreiben können, dass wir das Ganze ein wenig Scale-Out machen können.
Das war's. Damit haben wir zwei Backend-Microservices, wenn du so willst. Olaf, habe ich deine Frage falsch verstanden? Oder war es ungefähr das, was du gemeint hast? Oder wartest du schon auf eine tolle grafische GUI, wo du das Ganze ausprobieren kannst? Sorry, habe ich heute nicht. Wie startest du das Game? Im Endeffekt, in einer realen Welt, hättest du ein User-Interface, wo du zum Beispiel auswählst, ich möchte gerne Player 1, ich möchte gerne Player 2, spiele. Ja. In meiner Variante sende ich einen HTTP-Request. Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich, deine Frage. Es läuft bei dir, aber du hast es bei dir noch nicht gesehen. Ja? Vielleicht ist das die Frage. Sorry, dann habe ich das missverstanden. Du kannst in dem Ordner N-Battleship Coding Contest im Visual Studio Code die Datei request.http öffnen, sofern du, vielleicht sollte ich das erwähnen, das Plugin REST Client installiert hast. Das hier. Wenn du das nicht installiert hast, kannst du auch gerne sowas wie Postman nehmen. Du kannst auch gerne sowas wie Insomnia nehmen. Du kannst auf der Kommandozeile curl verwenden. Alles, was du tun musst, ist einen HTTP-Post auf genau diese URL hinschicken. Ich glaube, jetzt habe ich deine Frage verstanden, Olaf, richtig? Ah, sorry. Ich dachte, das war ein Verständnisproblem, was das Ziel war, das wir erreichen sollten, aber in Wirklichkeit war es nur, du wolltest wahrscheinlich das bei dir mal laufen sehen. Ja. Das ist dieser HTTP-Request. Ja. Das ist die kleinstmögliche GUI, die ich mir einfallen habe lassen können für diesen Workshop heute. Ja. Das ist wirklich nicht berühmt. Also Designpreis gewinne ich dafür keinen. Aber ich glaube, das versteht ihr. Es ist ja ein C-Sharp-Workshop und kein GUI-Workshop. Weitere Fragen? Ah, okay, da gibt es eine Frage. Warum merke ich mir und setze die Cursor-Position im Tournaments-Controller? Das ist ganz einfach zu erklären. Lass mich das kurz zeigen. Ich gehe jetzt einfach mal her und mache hier ein AwaitTask.delay von 150 Millisekunden. Das ist einfach so schnell, dass ihr das nicht seht. Und dann kompilieren wir das Ganze nochmal. Oh, da sollte ich natürlich meine Prozesse vorher beenden. Genau, so, hat er es kompiliert? Ja, hat er kompiliert, genau. Und jetzt mache ich das nochmal und dann wirst du es gleich besser sehen. So, ich starte nochmal meinen Manager und starte hier nochmal meinen Battlehost und dann gehen wir hier rüber, ich mache das hier am zweiten Bildschirm, dann seht ihr das besser und sende den Request. Siehst du, wie sich das schön aufbaut? Also ich setze die Cursor-Position zurück, dass das Spielfeld nicht immer neu gezeichnet wird, sondern dass man hier richtig, richtig schön zusehen kann, wie die Spieler nach der Reihe schießen. Und da sehen wir, dass unten der Sequential Player einen Schuss nach dem anderen abgibt, während oben der Random Player scheinbar nur selten schießt, schlicht und einfach deshalb, weil er immer wieder auf dieselben Zellen schießt. Ja? Und jetzt ist der HTTP-Request durch und jetzt haben wir gesehen, wie sich das ganze Board Schritt für Schritt aufgebaut hat. Und damit das immer so schön in place dargestellt wird und wir nachvollziehen können, wie sich das Ganze aufbaut, deshalb setze ich hier die Cursor-Position zurück. Beantwortet das deine Frage? Ja, okay, super. Ja, wie gesagt, in einem zukünftigen Workshop und ich habe dieses Beispiel brandneu für diese Buster für euch heute erstellt. In einem zukünftigen Workshop würde ich dieses Beispiel gerne erweitern mit SignalR, damit es einen hübschen Web-UI gibt und ähnliche Dinge. Ja? Danke für das nette Feedback, das ist sehr lieb, Stefan. Vielen Dank. Ja, und nachdem jetzt schon die ersten Worte von Danke kommen, da sage ich erstens mal Danke für das Feedback, das freut mich sehr. Wir sind am Ende und es ist immer gut, wie sage ich es immer, es ist immer gut, wenn am Ende eines Workshops der Inhalt zu Ende ist und die Zeit zu Ende ist. Und es ist jetzt 16.59 Uhr, also ich denke, wir haben ein gutes Zeitmanagement gehabt. Ich konnte euch alles zeigen, was ich zeigen wollte. Mein Ziel war es, dass wir nicht einfach nur Slides durchsehen und uns ansehen, was jetzt .NET 5 und C-Sharp in Hello World Applikationen bauen, sondern ich wollte wieder mal einen Workshop machen, wo wir wirklich ein größeres Beispiel durcharbeiten und das Ganze im größeren Kontext sehen. Ich hoffe, das ist gelungen. Den Inhalt habt ihr, die Links zu den Slides findet ihr im GitHub Repository, der Code ist bei euch.
Ihr könnt gerne das Repository liken. Ich werde definitiv an dem Beispiel weiterarbeiten. Ich bedanke mich für alle, die da waren und lade euch ein. Ich mache am Mittwoch noch zwei Sessions. Die eine ist Pattern Matching Deep Dive. Also wer noch nicht genug von Pattern Matching hatte und alle Varianten von Pattern Matching kennen will, der schaut vorbei. Und am Mittwoch am Abend mache ich eine komplett andere Session zum Thema Azure. Und zwar Azure Zero Trust Networking. Was kann ich tun, um solche Microservices, wie wir es heute entwickelt haben, sicher in Azure betreiben zu können? Stichwort Private Endpoints, Stichwort Endpoint Security und ähnliche Dinge. Das werden wir uns dort ansehen. Ja? Gut. Herzlichen Dank fürs Kommen. Einen wunderschönen Abend auf der Basta. Ich kann jetzt leider mit euch nichts trinken gehen, weil ich zu Hause bin. Aber das nächste Jahr kommt bestimmt und die nächste Basta, wo ich dann hoffentlich wieder persönlich dabei bin, kommt ebenfalls bestimmt. Solltet ihr noch Fragen haben, ich bleibe noch ein paar Minuten online, dann könnt ihr diese Fragen sehr gerne stellen. Dankeschön und einen schönen Abend.